Freunde, bevor wir mit diesem Video hier beginnen, abonniert diesen Kanal und unterstützt mich. Euch würde es nicht wehtun und mich würde es freuen. Also Freunde, wie ich euch schon berichtet habe, hat Bushido vor Gericht erwähnt, dass er seine Frau mal geschlagen hat. Das Video hierzu findet ihr in der Infobox. Doch er hatte mehr als das zu sagen. Er nannte das Verhältnis zu Arafat eine Zwangshochzeit und erklärte dem Richter auch, dass die Stories aus dem Buch Bushido erfunden worden seien. Diese erfundene Biografie passte seiner Meinung nach zum Gangster-Image. Und dass er Arafat in dem Buch einen Bruder nannte, diente auch nur diesem Zweck. Als der Richter fragte, wieso er niemanden davon erzählt habe, konterte er mit der Antwort, dass er keine Freunde habe und niemanden vertrauen konnte. Danach sprach er ohne Punkt oder Komma weiter, ich zitiere: Ich habe keine Mutter mehr, ich habe keinen Vater mehr. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Das sind die einzigen Dinge, die in seinem Leben zählen. Ich war immer alleine dort, sagte er. Ohne Brüder, ohne Freunde. Und dann sagte er den Satz über seine Frau. Meine Frau ist der Grund, warum ich irgendwann meinen verdammten Mut gesammelt habe. Dank ihr konnte er sich endlich von Abu Chaka befreien und fing dann an zu weinen. Also Freunde, ihr hört, es sind echt heftige Dinge geschehen und viele Geheimnisse kamen auch ans Tageslicht. Dass in seiner Biografie nicht alles der Wahrheit entsprach, dürfte für die meisten kein Geheimnis sein. Also Freunde, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten abonniert, teilt, liked und peace.